willkommen auf meinem YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern. Ich fang heute gleich mal an. Am 2. Juli hatte ich einen tollen Interviewgast geplant, der aber leider keine Zeit hatte. Deshalb gab es auch kein Video und auch kein Interview. Tut mir leid dafür, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. In der nächsten Zeit würde es auch mehrere Videos geben. Und ich werde euch auch mehr mitnehmen. Nur muss ich das halt planen und diskutieren mit dem. Aber dieses Interview wird natürlich auch wie immer nachgeholt. Und das wird auch dann gut. Ja? Und ich habe ein tolles Thema. Inklusion ausarbeiten, das bedeutet, ich spreche da über, wie man Inklusion auf dem freien Arbeitsmarkt integrieren kann und mit einbauen kann. Also seid gespannt und ich werde jetzt auch montags und freitags immer ein paar Videos reinstellen, weil jetzt einfach mehr durch die Krise auch offen hat, also ja, die Corona-Krise wird ja jetzt besser. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kann jetzt mehr filmen. Ja. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich diese Themen eigentlich gemacht habe, weil mein Kanal eigentlich was anderes aussagen wollte. Ich wollte natürlich einfach auch mein Leben zeigen, aber da habe ich auch über Inklusion, Rassismus und Mobbing zu reden, ist ja natürlich auch wichtig. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin's auch. Und wie gesagt, das Interview wird auf jeden Fall nachgeholt. So Mitte Juni, Ende Juni werde ich zu ihm hingehen und mit ihm ein Interview führen über das Inklusion-Ausarbeiten-Thema. Seid auf jeden Fall richtig gespannt, guckt euch alle Videos nochmal an und abonniert den Kanal. Das war wieder der Gerard vom YouTube-Kanal Das Leben auf Rädern.